Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. In dem nächsten Comic hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert, dass der ganz, ganz viele Gefühle beinhalten soll. Wut, Hass, Hoffnung, Aufregung, Liebe und ob diese ganzen Themen da wirklich drin vorkommen, ob der das, was er verspricht, auch halten kann, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Little Bird, das ist der Comic, über den ich jetzt heute in dem neuen Video mit euch sprechen möchte. Der ist im Crosscult Verlag erschienen, jetzt Ende Oktober, hat 208 Seiten, kostet stolze 35 Euro und wie ihr sehen könnt, für Crosscult Verhältnisse wirklich ein verdammt großes Format, weil der verdeckt jetzt hier schon fast meinen gesamten Oberkörper. Ich zeige euch auch gerade mal kurz einmal das Cover hier so rein, damit ihr es einfach mal größer sehen könnt. Als Vergleich halte ich mal gerade einmal das typische Format mal einmal davor. Genau, dass ihr mal sehen könnt. So, das ist, in dem Format sind ja so Once in Future, so wie hier, oder Saga, die Walking Dead-Reihe, ganz viele Comics eben bei Crosscult so erschienen. Und man hat sich da nicht nehmen lassen und extra für Little Bird wirklich ein wunderschönes, großes Hardcover-Format geschaffen, um dem Ganzen dann auch gerecht werden zu können. Kommen wir einmal kurz zum Zungenbrecher des Tages. Ich möchte kurz einmal vorlesen, wer diesen Comic hier insgesamt erschaffen hat. Das ist Darcy van Polgeest, Ian Bertram und Matt Hollingworth. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig so ausgesprochen habe. Die haben hier dieses mit dem Eisernen Award ausgezeichneten Comic kreiert, erschaffen, als Autor, als Zeichner, als Kolorist. Komme ich einmal zur Story von Little Bird. Das Ganze spielt in einem fiktiven Amerika in der fernen Zukunft oder auch eventuell in einem anderen Paralleluniversum. Und wir haben hier ein Amerika, was regiert wird durch, ja, quasi durch einen religiösen Staat, also durch den New Vatican. Das ist eine religiöse Gemeinschaft oder Vereinigung, die mittlerweile die Herrschaft in den USA an sich genommen hat und da das Ganze dann quasi regiert und versucht, die sich dagegen aufzulehnen, also wie in dieser Geschichte halt der Widerstand, den Widerstand dann auch eben zu zerschlagen. Ganz interessant fand ich hier zum Beispiel, dass die amerikanische Flagge nicht mehr so aussieht, wie wir sie so kennen. Man kann dann da sehen, dass die Sterne sich nicht mehr darauf befinden, sondern ausgetauscht wurden durch religiöse Kreuze, was auch ganz interessant aussieht. Haben wir hier den Widerstand, der von diversen Leuten geführt wird. Unter anderem ist hier unsere Protagonistin Little Bird, die da fleißig mitkämpft. Ihre Mutter ist sowas wie die Anführerin dort und wird aber auch irgendwann gefangen genommen am Anfang dieser Story. Und jetzt muss Little Bird halt eben gucken, der Widerstand hat fast wirklich schon verloren, dass man sich eben wirklich dann nochmal ein bisschen mehr ins Zeug legt und versucht eben gegen den New Vatican anzukommen. Und sie hat die Aufgabe, dass sie eine Waffe befreien soll. Das ist ein Mann, der sich tatsächlich in dieser Story hier Axt nennt. Also die Waffe heißt Axt und der Mann dann halt eben auch. Und der soll dafür sorgen, dass sich das ganze Geschehen dann halt eben zugunsten durch gewisse Fähigkeiten vielleicht für den Widerstand eben ändert. Auf dem Weg für den Kampf für die Freiheit erfährt Little Bird auch einiges über ihre Familie, weil so ganz ist nicht klar, wie sind die Familienstrukturen da eben aufgebaut und auch ihre Mutter hat nicht unbedingt alles erzählt, was man vielleicht wissen sollte oder wissen müsste. Und das ist somit fast schon das Spannendste hier, dass wir einfach Familiengeschichte erleben können und so nach und nach die Geheimnisse aufgedeckt werden. Und mehr möchte ich jetzt hier
gar nicht erzählen. Also alle, die da mehr wissen wollen, holt ihn euch und versucht mal die Story selber in euch aufzunehmen, aufzusaugen. Die Zeichnungen hier in Little Bird sind wirklich wunderschön. Man merkt im Ganzen so diese Gesamtstimmung, dieses Dystopische, eben so ein bisschen auch teilweise diese Hoffnungslosigkeit wirklich in jedem einzelnen Panel an. Dazu ist es einfach fabelhaft koloriert. Guckt euch einfach mal Beispielbilder an, die ich hier in diesem Video zeige oder eben auch auf der Homepage von CrossCult bei den Leseproben. Zeichnerisch ist das wirklich vom Artwork her atemberaubend. Ganz toll. Man merkt auch so ein bisschen diese Möbius-Anleihen, also so eine Art Hommage so da dran, was von der künstlerischen Seite auf jeden Fall einfach nur atemberaubend wirkt. Und ja, wenn ich überlege, tja, was diese Zeichnung halt eben so alles noch darstellen, außer so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, ist tatsächlich, dass man sagen kann, dass dieser Comic hier einfach auch absurd brutal ist. Ich hätte nie damit gerechnet. Klar könnten jetzt einige sagen, oh, guck dir mal das Cover an. Da könnte man ja auch schon gewisse Sachen sich irgendwie bei denken. Aber nee, ich habe nicht gedacht, dass wir hier so viel Blut, so viele Gedärme sehen. Also für Leute, die da zart beseitet sind, ist das, wie gesagt, absolut überhaupt nichts. Da könnt ihr euch das dann eben auch sparen, aber gerade das hat einen auch irgendwie einfach fasziniert, diese schonungslose Brutalität. Also hier gibt es Szenen teilweise auch einfach drin, wo mir wirklich für einen kurzen Moment so der Atem dann gestockt hat, weil ich dachte so, wow, Wahnsinn. Jetzt weiß ich, warum alle diesen Comic halt eben unter anderem auch so ein bisschen abfeiern. Also nicht rein wegen der Brutalität, sondern eben einfach wegen den Geschehnissen, die hier drin passieren, auf die ich aber nicht weiter eingehen möchte. Als Fazit kann ich nur sagen, ja, der ist halt, wie gesagt, ja mit einem der, wenn nicht sogar dem wichtigsten Comicpreis schlechthin eben ausgezeichnet. Das verdient er auf einer gewissen Art und Weise auch. Also man muss einfach sagen, die Geschichte ist schon grundsätzlich sehr interessant. Der hat ein paar wirklich ganz, ganz schockierende und auch ja, tolle Wendungen. Super Zeichnung. Also wie gesagt, als Comic selber kann man oder sollte man den hier auf jeden Fall mal sich anschauen und dann auch lesen. Was mir nicht wirklich gefallen hat, also das ist wirklich so der Kritikpunkt, ist so ein bisschen der Storyaufbau selber. Manchmal habe ich mich beim Lesen erwischt, dass ich nicht so wirklich wusste, wo bin ich jetzt gerade. Also habe ich irgendwas überblättert, habe dann nochmal zurückgeblättert, aber dann festgestellt, so, okay, nee, anscheinend nicht. Und das ist manchmal ein bisschen weird, dass man wirklich so beim Lesen denkt, so, na, okay, das hätte man vom Aufbau vielleicht irgendwie besser strukturieren, gliedern können, damit man sich eben einfach besser in dieser Welt noch zurechtfinden kann. Aber das ist halt mein persönlicher Kritikpunkt. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch bei dem Comic hier anders gegangen ist. Vielleicht habe ich das auch einfach irgendwo nicht verstanden. Eventuell hatte das so seinen Sinn, dass der Storyaufbau genau so war, wie er hier drin dargestellt wurde. Lasst mich das dann gerne wissen. Auf jeden Fall. Ansonsten habe ich hier nichts drüber zu meckern. Schön. Er ist einfach wirklich toll gemacht von der Optik her. Schön groß. Man hat hier wirklich, wenn man den aufmacht, so diese gesamte Story über die Panels wunderbar einfach erzählt und hat von mir eine absolute Empfehlung zum Lesen. Allerdings, das sei auch noch kurz gesagt, nicht für Comic-Einsteiger. Wie gesagt, durch diese Story-Struktur eben empfiehlt sich das nicht. Das, den sollte man dann lesen, wenn man einfach auch schon im Comic-Genre Erfahrung eben einfach hat. Und ja, ansonsten braucht man da erstmal was anderes, um dann vielleicht danach dann hier mit einsteigen zu können. Mal in die Kommentare rein. Kauft ihr hin und wieder mal Comics, ohne euch vorher darüber schlau zu machen? Also wirklich blind. Bei dem Band war es jetzt eben tatsächlich so, dass ich mich nicht wirklich viel darüber schlau gemacht habe und den einfach so gekauft habe. Ich habe keine Rezensionen mir vorher angeguckt. Ich habe nur mitbekommen, dass der halt eben mit ganz vielen Preisen ausgezeichnet ist. Und
dann überlegt, okay, mach dich nicht weiter drüber schlau, was die Story angeht, kauf den einfach und lass dich davon mal treiben und überraschen und vielleicht findet man dann ja so einen Comic ja auch gar nicht so geil, wie er preismäßig angepriesen wird. In dem Fall ist es so, ich fand den super, bis auf eben ein, zwei kleine Punkte. Ja, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare rein und auch, ob euch dann der Comic wirklich gefallen hat, den ihr vielleicht blind gekauft habt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Dann möchte ich mich bei euch noch bedanken fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert fleißig, abonniert den Kanal und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, haut rein. Ciao.